Unser lieber Sparbuch-Finanzminister Olaf Scholz hat wieder zugeschlagen. Und zwar soll die Staatsverschuldung noch weiter ausgeweitet werden. Aber klar ist auch, irgendwer muss am Ende die Zeche bezahlen. Nicht wahr, Mirko? Genau so ist es. Vor allen Dingen vor einem Jahr fing er mit der Finanztransaktionssteuer an und die konnte er nicht so richtig durchsetzen. Und jetzt ist es halt mit Corona, obwohl, Pascal, überleg doch mal, wenn ich einen Motor habe, der jetzt stottert und ich tue den hinten noch ein paar Ballen Holz aufladen, wo kommen wir denn da hin? Naja, wenn es nur Holz ist und man daraus Kohle machen kann, ist doch super, da freut sich unser Olaf. Aber ich meine, 180 Milliarden, das ist ja auch eine Summe, das ist ja auch, das betrifft uns ja nicht nur jetzt, sondern auch noch viele folgende Generationen, die das irgendwann abzahlen müssen. Wie soll das denn funktionieren? Und für was soll das alles ausgegeben werden? Ja, vor allen Dingen, wen trifft es denn? Das müssen wir erstmal klarstellen. Es betrifft wieder die Besserverdienten. Die ganz einfach, man kann sie eigentlich schon als Mittelstand bezeichnen. Die, die eigentlich die ganze Zeit die Wirtschaft am Laufen lassen, die werden jetzt wahrscheinlich noch mal etwas härter eingespannt werden, um natürlich diese ganzen Folgen zu finanzieren. Obwohl, es ist ja eigentlich unlogisch, weil der Zinssatz ist negativ. Wenn der Staat sich verschuldet, kriegt er ja eigentlich Geld. Warum muss der Olaf dann hergehen und muss dann sagen, okay, das Geld, was er kriegt, möchte er nochmal vom Bürger obendrauf haben? Ja, das ist halt eine gute Frage, die man sich stellen muss, nachdem schon so viel Steuerwahnsinn und Steuerirrsinn ist. Ich meine, alle Anleger werden seit diesem Jahr schon viel, viel mehr geschröpft. Wir wissen das alle, es gab eine Änderung der Finanztransaktionssteuer und jetzt kommt das auch noch oben drauf. Ich weiß nicht, ob das ein tolles Bewerbungsprogramm ist für ihn als Kanzlerkandidaten der SPD. Da kann man ihn doch nicht mehr ernst nehmen, oder wie siehst du das? Naja, vielleicht ist es ja auch Vorbereitung auf die Wahl, dass er dann im Endeffekt sagt, gut, liebe Bürger, ich möchte euch doch keine höhere Steuer auferlegen und er denkt vielleicht so, wenn die Steuer vom Tisch ist, dann ist unsere Olaf vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das ist doch ein absoluter Linksruck, den hier die SPD bzw. Olaf Scholz vollzieht. Wollen die sich nicht einfach gleich umbenennen in KPD, Kommunistische Partei Deutschlands? Ja, ja, Pascal, aber du musst ja auch den demografischen Faktor sehen. Was passiert denn? Wir werden sowieso mehr nach links rücken, weil ganz einfach die Alterspyramide kippt. Das heißt, es werden immer mehr ältere Leute da sein, weniger jüngere und Pascal, wenn du jetzt Rentner wärst, wen würdest du wählen? Naja, aber umso wichtiger ist es doch gerade fürs Alter vorzusorgen und man muss einfach hier private Vorsorge leisten, weil wir alle wissen, dass die staatliche Rente eben nicht ausreichen wird. Und gerade da greift der Olaf ja am allerhärtesten zu. Er sagt ja, nein, der Solidaritätszuschlag wird nicht abgeschafft für alle Sparer und solche, die eben für sich selbst investieren, um fürs Alter vorzusorgen. Nein, die sollen bitte schön weiter den Solidaritätszuschlag bezahlen, egal wie viel sie verdienen. Da sind ja auch Geringverdiener und solche mit mittleren Einkommen, die vorsorgen müssen. Und auch die werden von sowas ja hart getroffen und die möchte Olaf ja auch nicht entlasten. Das verstehe ich nicht. Ja, vor allen Dingen, ich finde es auch nur halb gedacht, weil die Problematik ist ja ganz einfach, okay, was machen denn die Leute, die Gutverdiener sind? Im schlimmsten Fall oder im besten Fall machen sie einfach weniger. Und ob dann das im Olaf nützt, die Steuereinnahmen zu generieren, halte ich für gewagt. Auch die ganze Abwanderung, die damit verbunden ist, die das Sammeln in einigen Kapitalgesellschaften, Stiftungen und. Es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich glaube, der Olaf kennt die noch gar nicht, oder? Ja, dein Stichwort Abwanderung war ein gutes Wort. Ich meine, die machen nicht einfach weniger, die machen es einfach woanders, ne? Die hauen einfach ab. Und in Frankreich haben wir das ja schon gesehen, was passiert, wenn die Steuern einfach so signifikant angezogen werden. Dann gehen die Reichsten der Reichen einfach ins Ausland und bekommen plötzlich russische Staatsbürgerschaften oder was auch immer oder gehen nach Zypern und dann sind die halt einfach weg. Da können die dann halt nicht mehr besteuert werden. Also weiß ich nicht, ob das so effektiv ist, zu sagen, ja, wir schröpfen die Reichen eben noch mehr, weil da ist ja viel zu holen, weil irgendwann sind die halt weg und dann ist gar nichts mehr zu holen. Also so von vorne. So einfach die Parole auch klingen mag, ist es halt doch nicht. Und wir wissen ja im Endeffekt, wenn man sagt Besserverdiener, dann meint man eigentlich den deutschen Mittelstand. Ja, aber ich denke schon, dass er mit dieser Aussage schon getroffen hat, dass er halt sagt, okay, die Mehrheit der Leute unterstützt mich natürlich bei meinem Vorhaben. Warum? Weil die Mehrheit der Leute halt ältere Leute sind. Gerade auch Leute, die vielleicht kurz vor der Rente sind, die sagen, okay, ich brauche ein bisschen soziale Sicherheit. Und natürlich ist es für jeden verständlich, es kann ja nur derjenige bezahlen, der was hat. Und das sind in dem Fall die Reichen. Und hier müssen wir aber auch ansetzen, weil gerade Altersvorsorge ja auch für uns wirklich essentiell ist. Also wir müssen wirklich heute schon an später denken. Und ich finde es halt so wichtig, dass man sich gerade in so einer Zeit Gedanken macht, wie es später einfach mal weitergeht.
Ja, ich glaube, jeder muss sich darüber Gedanken machen. Und wir tun das ja auch regelmäßig in unseren Livestreams mit unseren Coaching-Mitgliedern und auch in unseren Coachings, wo wir ja auch den Leuten zeigen, wie man eben dafür vorsorgen kann, um eben im Alter eben mehr zu haben. Selbst wenn dieser Steuerirrsinn von Olaf immer weitere Blüten treibt, muss man sich einfach darauf vorbereiten und muss dafür gewappnet sein. Und das ist ja auch eine Sache, die wir eben unseren Kunden auch beibringen. Und der große Vorteil, derjenige, der nichts hat, der braucht einfach gar nichts machen, oder? Das ist natürlich immer die einfachste Variante. Trotzdem ist das keine Option für mich. Also ich möchte nicht einfach nichts haben, sondern ich möchte ja trotzdem ja, von was Schönem leben und was haben und meinen Standard auch halten können und nicht einfach was verlieren, weil hier ein verrückter Finanzminister einfach immer mehr fordert. Das ist dann doch ein bisschen zu irrsinnig und Auswandern ist für mich eben auch keine Option. Deshalb muss ich einfach gucken, wie ich aus dem, was ich habe, mehr machen kann. Und ich denke, das ist eine Option für jeden. Und Option, da sind wir ja auch bei unserem Stichwort, ja, ist was, was ganz wichtig ist, darüber Kenntnis zu haben, wie man einfach aus dem, was man hat, mehr macht, dass trotzdem am Ende, wenn der Staat eben zulangt, noch was übrig bleibt, weil wir alle wissen, es wird immer mehr werden und der Staat wird immer gieriger werden. Wenn man, gerade je mehr man hat, desto mehr wird natürlich auch versucht, am Ende genommen zu werden. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, ich bezahle gerne Steuern. Das klingt zwar jetzt erstmal banal, aber wenn ich mir das leisten kann und ich genug verdiene und es passt alles, dann zahle ich natürlich auch meinen Anteil an Steuern. Worauf ich aber jetzt abzielen möchte, ist, dass es halt auch Wege und Möglichkeiten gibt, wie man auch in Zukunft halt mal mit 3, 4, 5 Jahren geplant doch zu einem einigermaßen vernünftigen Vermögen kommt. Und wir brauchen nur ein kleines bisschen besser sein als der Durchschnitt und schon geht es uns gut. Ja, absolut. Ich meine, die Steuererhöhungen werden immer begründet mit Investitionen in Infrastruktur, in Polizei, Kita und so weiter. Das ist ja alles richtig. Dafür zahlen wir ja alle ja unsere Steuern. Die Frage ist halt immer, woher wird es genommen? Ja, irgendwoher muss man es halt holen. Und ob dafür das halt sinnvoll ist, auf Generationen hinaus sich noch viel, viel mehr zu verschulden, als das bisher schon der Fall war, trotz der Schuldenbremse, für die ja auch die SPD gestimmt hat, das ist halt immer fraglich. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die ganze Sache weitergesponnen wird und auch, ob es natürlich Olaf Scholz in eine neue Regierung mit einem Ministerposten schafft, denn dieses Jahr sind ja wieder Bundestagswahlen, Mirko. Genau, und jeder hat es selber in der Hand. Jeder kann selber sagen, okay, ich bin für diese Politik oder ich bin für diese Politik. Und das ist halt auch unser Appell. Wir können selber richten. Also wir können bestimmen mit unserer Meinung, wann wir wen wählen. Und jeder kann seinen Beitrag leisten. Und im Endeffekt wird die Gemeinschaft was festlegen und den Weg werden wir gemeinsam gehen. Genau. Und apropos, jeder kann selber was leisten. Ein Beitrag von euch wünschen wir uns auch, nämlich ein Like für dieses Video und natürlich ein Abo für unseren Kanal. Das wäre eine super Sache, da würden wir uns sehr drüber freuen. Also am besten jetzt gleich Video liken, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Darüber freuen wir uns nämlich sehr. Genau, und in dem Sinne wünschen wir euch noch einen erfolgreichen